feierliche Empfang der Olympiastars in der Wiener Hofburg. Red Bull Salzburg qualifiziert sich für die Champions Hockey League und unfassbarer Ausraster von Tennisstar Sascha Zverev. Das und noch mehr sind Sie heute in den Krone Sport News. Ich freue mich, dass Sie mit dabei sind. Sie sind die großen Sporthelden des Landes. Österreichs Medaillengewinner werden am Dienstag nach den Olympischen Winterspielen in Peking in der Wiener Hofburg geehrt. Bundespräsident Alexander Van der Bellen gratuliert feierlich zu 18-fach Edelmetall, davon je 7 in Gold und in Silber. Die SportlerInnen dürfen sich freuen. Für die Erstplatzierten wie zum Beispiel Matthias Mayer hagelt es Goldmünzen im Wert von 17.000 Euro. Auch ÖOC-Chef Karl Stoß zeigt sich zufrieden. Man sei dank der vielen Top-Platzierungen unter den besten Nationen der Welt im Wintersport. Die nächste Chance auf Edelmetall haben die ÖSV-Stars dann 2026 bei den Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina. Willkommen zur Champions League. Am Dienstag fanden zwei weitere Achtelfinalduelle in der Königsklasse statt. Titelverteidiger Chelsea kommt mit dem mühelosen 2:0 Heimsieg gegen Lille dank der Treffer von Kai Havertz und Christian Pulisic dem Viertelfinale einen Schritt näher. Mit einem 1:1 Remis hingegen müssen sich Villarreal und Juventus Turin zufrieden geben. Kurios dabei, der 70 Millionen Euro Zugang der Italiener Dusan Vlahovic sorgt mit seinem Blitztor nach 33 Sekunden für den neuen Debütantenrekord in der Champions League. Den Ausgleich erzielt dann Dani Parejo in der zweiten Halbzeit. Heute gibt es übrigens die nächsten achten Finalkracher. Atletico Madrid trifft auf Manchester United, Benfica auf Ajax Amsterdam. Sie verpassen nichts, der Live-Ticker für Sie mit allen Infos ab 21 Uhr auf krone.at. Red Bull Salzburg jubelt am Dienstag in der Eishockey League. Die Bullen sichern sich mit dem 5:3 auswärts gegen die Vienna Capitals in der drittletzten Runde den vorzeitigen Gruppensieg des Grunddurchgangs. Der Tabellenführende sichert sich damit nicht nur die Teilnahme an der 7. Champions Hockey League in der Saison 2022-23, sondern auch einen Fixplatz im kommenden Viertelfinale. Neben den Salzburgern haben auch Villach und Hydro Fehrwar den Sprung in die Playoffs geschafft. Drei Plätze sind da jetzt noch frei. Und für genau diese heiße Phase der Top 6 holen sich die Mozartstädter nun prominente Unterstützung. Mit dem Austro-Kanadier Brian Lebler ist der erfolgreichste Torjäger der Bertertom Eishockey League jetzt in Salzburg mit an Bord. Mit Sauber war sie die erste Frau an der Spitze eines Rennstalls und ging so in die Geschichte der Formel 1 ein. Heute setzt sie auf virtuelle Rennen in hochwertigen Simulatoren als CEO des Schweizer Unternehmens Racing Unleashed. Monisha Kaltenborn im KRONE Sport Talk verrät die sympathische 50-Jährige, ob E-Sports auch Sport ist. Es ist definitiv Sport, denn man muss sich richtig anstrengen und Sie können versichert sein, wenn Sie mal 10 Minuten ohne Schwitzen da drin auskommen, dann ist das eine sehr stolze Leistung und man wird richtig gefordert, physisch gefordert. Man wird mental auch gefordert, wenn man diese Rennsituationen hat. Also es unterscheidet eigentlich gar nichts, außer dass natürlich es sicher ist, es nachhaltig ist. Natürlich gibt es hier und da ein paar Elemente, die anders sind, das ist klar, aber das bedeutet nicht, dass das eine kein Sport ist. Also definitiv eine spannende Sache, genau wie die kommende Formel-1-Saison, die Mitte März startet. Was sich Monisha Kaltenborn da erwartet und was nach dem WM-Titeldrama rund um Verstappen und Hamilton auf uns zukommt, das sehen Sie in der ganzen Folge des KRONE Sport Talks bereits jetzt für Sie online auf krone.at. Und unfassbare Bilder von Alexander Zverev bei den Mexican Open. Der Olympiasieger rastet nach seiner 2:6, 6:4, 6:10 Niederlage im Doppel völlig aus und attackiert den Schiedsrichterstuhl mit seinem Tennisschläger. Mehrmals prügelt der Deutsche mit seinem Racket auf den Sessel ein. Der Referee, der auch noch wüst beleidigt wird, kann seine Beine nur durch schnelles Wegzucken schützen. Die Folgen für den Eklat: Zverev, der im Einzel sogar der Titelverteidiger des Vorjahres ist, wird unmittelbar vom Turnier ausgeschlossen. Die ATP zeigt sich entsetzt und spricht von unsportlichem Verhalten. Positive Nachrichten gibt es hingegen von zwei weiteren Tennisstars, Rafa Nadal und Daniel Medvedev. Beide können sich gegen ihre Gegner in jeweils 2 Sätzen durchsetzen und haben so weiterhin die Chance auf die 1,8 Millionen Dollar Preisgeld. Bei Medvedev geht es aber um noch viel mehr, denn sollte der US Open-Gewinner seine Siegesreihe fortsetzen und auch in Mexiko in Acapulco den Titel holen, könnte er noch diese Woche Novak Djokovic vom Platz 1 der Tennis-Weltrangliste verdrängen.
Das waren soweit die wichtigsten Sportmeldungen des Tages. Ich sage danke fürs Einschalten und bis morgen. Boom, 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 boom.